Ja, hallo, zu dieser Übung, die wir jetzt machen und zu der ich Sie einlade und durch die ich Sie praktisch geleite, braucht es nichts anderes, als dass Sie sich einen bequemen und angenehmen Raum suchen und in diesem Raum in einem bequemen Stuhl Platz nehmen, die Hände auf den Boden. Es ist immer gut, zu solchen Übungen sich zu erden und sich entweder anzulehnen oder, wenn es angenehmer für Sie ist, frei gerade zu sitzen und sich Zeit zu nehmen, bei sich selber anzukommen, ganz in sich selber zu ruhen und bei sich selber zu sein. Und dann können Sie in einer Haltung die Handflächen nach oben legen zunächst und sie auf den Oberschenkel ablegen und sich in eine Haltung bringen von Meditation, von Gewahrsein, des Raumes, in dem Sie sich befinden, des Zeitpunktes. Sich an einen Ort erinnern oder an eine Situation, in der Sie Harmonie, Frieden, Einssein, Liebe, Glück empfunden haben und eine Art Rückverbundensein mit dem höheren Selbst, mit der Natur, mit der Schönheit, dem Sein oder mit Gott. Wenn es Ihnen hilft, für diesen Zustand sich an eine Person oder an ein bestimmtes Bild zu erinnern, zum Beispiel an Jesus Christus, oder an Buddha oder an einen Engel oder wie gesagt Gott selber oder das Sein schlechthin. Das Universum, wie es uns gegenwärtig erscheint, wenn wir in einer klaren Sommernacht in den klaren Sternenhimmel schauen. Und wenn Sie in diesem Zustand sind, dann denken Sie an den Raum wieder, in dem Sie sich befinden und stellen sich die Räume vor, in denen Sie diesen Zustand der Rückverbundenheit, des Gereinigtseins, der Heilung und des Heils gerne erleben, verwirklichen, erfahren. Und dann legen Sie Ihre Hände auf Ihren Oberschenkel und spüren, wie in diese Orte, die Sie sich jetzt vorgestellt haben, dieses Heil, diese Reinigung, diese Kraft und dieser Segen hineinfließt. Und nehmen sich dafür die Zeit, die Sie brauchen. Und dann legen Sie wieder die Hände auf die Oberschenkel, aber mit dem Rücken in dieser Haltung des Empfangens. Und jetzt denken Sie an die Verhaltensweisen und Gefühle, die Sie in Ihrem Leben heilen wollen.
an die Dinge, und ihr Tun vor allen Dingen und ihr Gefühl. Und dann legen Sie die Hände auf Ihren Unterbauch knapp unter dem Nabel und Sie spüren wieder, wie in diese Gefühle und in ihr Verhalten, in ihr Auftreten, in ihre Bewegungen, und in ihre Gefühle jetzt dieser Segen, diese reinigende Kraft hineinfließt. Dann legen Sie die Hände wieder nach oben geöffnet auf Ihre Oberschenkel, ganz entspannten Haltung. Und jetzt erinnern Sie sich an die Gedanken, die Sie von ihrer Negativität gerne befreit hätten, die sie hindern, oder eine Art des Denkens, die sie hindert, diesen Segen und diesen Sinn in ihrem Leben zu verwirklichen. Und dann legen sie die Hände unter dem Brustbein. Und sie lassen wieder diese reinigende Kraft jetzt in ihre Denken, in ihre Gedanken, in ihre Art zu denken hineinfließen und strömen. Dann legen Sie die Hände wieder auf Ihre unteren Oberschenkel, die Handflächen nach oben. Und Sie vergegenwärtigen sich die Überzeugung über das Leben, die Sie nicht bestärken darin, das, was Sie wirklich sind, ihr eigentliches Selbst und Sein und ihren Lebenssinn zu verwirklichen. Überzeugungen, die sie einschränken und begrenzen, statt ihr Herz zu weiten und zu öffnen für ihre wirklichen Bedürfnisse. Und für ihre wirklichen Werte und Wünsche. Und dann legen Sie die Hände auf für Ihr Herz und lassen wieder diesen Segen, diese Kraft der Transformation und der Reinigung in sich und in Ihren Körper hineinfließen und ihn durchströmen. Und damit ihre Überzeugungen transformieren zu Gedanken, zu Sätzen,
zu Formulierungen, die sie bestärken und ihr Herz weit und offen machen. Und dann legen Sie die Hände wieder mit den Handflächen nach oben auf Ihre Oberschenkel. Und jetzt vergegenwärtigen Sie sich alle dessen, was Sie vielleicht abgespalten haben. Alle Blockaden, die Sie in Ihrer Identität beeinträchtigen. Verletzungen, die sie hindern, vielleicht sogar nach Jahren noch sie selber zu sein, wie ein Baum dem Lichte entgegenzuwachsen. Sich mit dem höheren und dem tieferen Sein in ihnen und um sie herum zu verbinden. Und dann legen Sie Ihre Hände auf den Hals und lassen diese reinigende und segnende und heilende Kraft, vielleicht von Gott, vielleicht vom Universum, vielleicht aus der tiefsten Tiefe Ihres Herzens, diesen Prozess der Heilung vollenden, diese Kraft der Transformation, die bedeutet, dass sich vielleicht alles wandelt und nichts ändern muss. Oder aus der Wandlung heraus, dort wo es gut für Sie und Ihre Umgebung ist, auch Veränderungen stattfinden. Wie dem auch sei, Sie lassen es geschehen. Und dann legen Sie Ihre Hände wieder mit nach oben geöffneten Händen auf Ihre Oberschenkel. Jetzt vergegenwärtigen Sie sich vielleicht noch in einem ganz vorläufigen Vorstellung, wenn Sie noch nicht darüber nachgedacht haben. Oder aber in einer gereiften, Vergegenwärtigung dessen, wozu sie eigentlich da sind, was ihre Sendung auf dieser Welt ist. Und legen ihre Hände auf die Stirn, lassen alles, was sie dazu hindert, gewissermaßen wegschmelzen durch diese Kraft des Lichtes, des Segens, der Heiligung, der Verwirklichung. Gehen Sie nochmal von Ihren Oberschenkeln, den Räumen, den Situationen zu Ihrem Unterbauch, den Gefühlen und Verhaltensweisen, den Oberbauch, Ihrem Denken und Ihren Gedanken und Ihrer Art zu denken, über ihre Überzeugung und Glaubenssätze,
über ihr Selbstbewusstsein. Und ihre Sendung hier auf Erden. So stören und lassen dann, wenn sie die Hände nach oben heben, in diese geöffneten Arme, diese umfassende Kraft, diesen Geist empfangen, diesen Spirit. Und mit diesem Geist können sie sich ein Symbol schenken lassen, ein eindeutiges Bild ihres höheren Selbstes, das, was sie in Wirklichkeit sind und ausmacht. Sie lassen es sich ganz spontan schenken. Und dann nehmen Sie dieses Bild und diese Kraft, die dieses Bild darstellt, und diesen Geist und führen ihn wieder über die Stirn, über Ihre Sendung und über Ihre Mission zu Ihrer Identität, Ihrem Selbstbewusstsein. Ihren Überzeugungen und Glaubenssätzen. Ihren Gedanken und ihrem Denken. Ihrem Gefühl und ihrem Verhalten. Und den Orten und Räumen, wo sie all das leben werden und jetzt befähigt sind dazu, es verstärkt zu leben. Lassen es in ihren Körper fließen und strömen und in ihr Leben, in ihre Zukunft hineinfließen. Und sich dann wieder ganz im Hier und Jetzt einzufinden und in ihrem Alltag und ihrem Leben das zu integrieren, was sie jetzt erfahren haben. Wenn sie wollen, können Sie davon ein Bild malen, was Sie jetzt erlebt haben, ein Bild von Ihrem Symbol, was Sie sich haben schenken lassen, dass es Sie an diese Übung erinnert, die Sie mit diesem Symbol immer wieder wiederholen können für sich oder mit dieser Anleitung, die ich Ihnen hier gegeben habe, in Ihrem Alltag und in Ihrem Leben. Und ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ich danke Ihnen, dass Sie diese längeren Film jetzt mitverfolgt haben und ich wünsche Ihnen für sich, dass Sie das, was Sie hier erfahren haben, immer tiefer in Ihrem Leben verwirklichen können und in Ihrem Körper und in Ihrem Geist erfahren. Dazu alles Gute und bis auf ein baldiges Wiedersehen. Ihr Matthias Möller aus Augsburg.